Okay, da war ich zu langsam. Also ich muss mich auf die Ecke da fokussieren und dann zurück. Das Gemeine ist, ich sehe auch nicht, wo Knöpfe sind. Ich stand doch schon auf der Platte. Das ist auch die Verzögerung. Das ist manchmal sehr gemein in dem Spiel. Also bei diesem Rätsel. Na gut, ich muss mir auch merken, dass ich nicht alleine bin, sondern dass wir zu viert sind. Das war auch falsch. Vor allem, ich kann auch nicht sehen bei dem Puzzle, wie es da hinten weitergeht. Ich muss da wirklich schnell reagieren und rüber. Und das kriege ich noch so hin. Irgendwann weiß ich den ganzen Schmuh auswendig. Okay, ich muss wirklich nach hinten. Ich sehe auch nicht, wo Knöpfe sind, weil ich mich so schnell bewegen muss. Ja, und sowas wollte ich auch nicht verzapfen. Ja, jetzt bin ich schon wieder aus dem Takt raus. Also ich muss das in dieser Aufnahmesession schaffen, weil sonst stehen wir in der nächsten wieder am Anfang. So, das kriege ich noch gerade so hin. Das war falsch. Aber ich war auf einem guten Weg. Und das war falsch. Wieder falsch. Ich muss gerade bei den Fallgruben gucken, wo ich wieder zurück müsste, ob da Dings sind, Knöpfe. Also es gibt ja solche, wo ich mal stehen bleiben muss und warten muss, dass die zugegangen ist, wieder aufgeht. Das hatte ich ja schon in den Rätseln. Nach Gehör ist das aber auch nicht gerade sehr intuitiv. Muss ich ehrlich zugeben. Dass ich die Zufallenden gerade überlagern können. Und ich die falschen Knöpfe drücke. So. Das geht noch. Ja. Okay, das war falsch. Entweder ist es die Platte dann links neben mir, höchstwahrscheinlich. Ja.
Okay, da war kein Knopf. Ich halt auch ein bisschen Ausschau nach Knöpfen, nicht dass ich die was sehe. Also nicht die vor mir und auch nicht die in der Nische, also nicht die da. Netterweise ist dieser Raum hell genug beleuchtet, dass es nichts ausmacht, falls man unterwegs das Licht ausgeht. Wieder zu langsam gewesen. Was mache ich? Die Frage ist auch echt wirklich, dieser Witchwalk führt mich der irgendwo hin? Ich sollte mehr laufen, weniger gaffen. Das geht noch einigermaßen. Das ist etwas gemeiner. Okay, dahin. Dahin bringen wieder alles auf Anfang, oder? Ich guck's mir jetzt noch mal kurz an. Na gut, das da hinten ist klar. Das geht dann so rum. Nochmal. Das ist klar. Es geht dann da hinten rum. Dann hier rum. Okay, etwas merkwürdig, aber gut. Das ist okay noch. Das kann ich alles mittlerweile. So. Okay. Ich habe einen Knopf gedrückt, der irgendwas da oben angerichtet hat. Ich mache es nochmal von vorne. Beziehungsweise ich gucke es mir nochmal an. Also, weil ich das Gitter kann ich nicht öffnen. Das ist alles noch verständlich. So. Kann ja mal cheaten.
Ich soll es mir ansehen, bevor ich cheate. Das auf jeden Fall ansehen. Das ist alles okay soweit. Das hatte ich ja alles schon eigentlich. So, darum. Okay. Das heißt, ich betätige das Knöpfchen und dann muss ich da den ganzen Weg gerade ausgehen, um wieder hier in Safe-Position zu kommen erstmal. So. Das Knöpfchen ist gedrückt. Gucken wir mal, was uns das gebracht hat. Wenn, dann muss es uns hier irgendwas gebracht haben. Irgendeine Tür, Luke aufgemacht, auf die ich stehen kann oder so. Ich sollte natürlich auch den richtigen Weg gehen. Irgendwas muss der Knopf gemacht haben. Und ich denke mal, dass es hier gemacht hat. Und nicht hier irgendwo. Ja, er hat was gemacht. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass da eine Blitzechse auftaucht. Komm her, du Mistviech. Ja, ich bin hier. Komm, Happa Happa holen. Das war wieder laut. Mhm. Also. Da hinten ist irgendwas aufgegangen. Ich muss nur hinkommen. Ich weiß noch nicht, was da aufgegangen ist. Ob ich da reinschießen muss? Ich habe auf jeden Fall was offen gesehen. Ich sehe nur nicht, wie ich da hinkomme. Ja, Gear Forward. Gear voraus. In die Verdammnis. Oh, da ist auch was aufgegangen. Da habe ich mich verguckt gerade. Ist es auf und wieder zugegangen? Ich glaube, ich werde nicht mehr das in Secret Vault. Das sind gottverdammte Secret Vaults, oder? Deswegen sind auch die Fackellampen falsch positioniert.
Night Shield. Danke, Kumpel. Die größere Wiederherstellungspotion. Schriftrolle der explodierenden Mine. Und Detonation Mine. Das sind beides Flame Weaver. Sperz. Das war schon mal cool. Und ich habe vergessen, dass ich wieder kein Dings anhab. Kein Federfall.